Die Gofus zurück am Felsen von Gibraltar zum WK Gofus Team Cup. Golf spielen für den guten Zweck in unruhigen Zeiten. Erst die Pandemie, jetzt der Krieg. Man tut sich dann schwer, zu sagen, können wir jetzt Einladungen eigentlich zu Golfturnieren verschicken. Aber am Ende geht es ja immer darum, was wir tun. Nämlich wir sammeln Gelder für Spiel- und Bolzplätze. Und Spiel- und Bolzplätze sind Orte des Friedens und der Integration. Traditionell gibt es als Vorspiel das ewig junge Duell Fußballer gegen Handballer. Das weiße Ballett gegen Les Bleus. Der wichtigste Wettkampf des Jahres, ne? Handballer gegen Fußball, Ryder Cup. Da kribbelt schon wieder und das freut mich eigentlich immer. Die Mannschaft, das ist hier das Team der Handballer. Die sind da 24 Stunden zusammen, machen alles zusammen und das ist imponierend. Das Wichtigste in der Vorbereitung, die geheimnisvolle Captain's Speech. Der Kapitän hat heute Morgen eine Rede gehalten, die habe ich nicht verstanden. Er hat irgendwas vom Segelboot erzählt und wir stechen jetzt in See und wir müssen aber eigentlich das Segelboot bauen. Aber wichtiger ist der Weg dahin. Spätestens beim dritten Satz war der Hälfte der Mannschaft raus. Aber am Ende der Rede, muss man sagen, hatte ich Gänsehaut. Und so konnten die Spiele beginnen. Kretschel gegen Manny Bender. Ex-Welthandballer Daniel Stephan. Ahoi! Gegen Bernd Schuster. Und so weiter und so fort. Auch Zuschauer waren wieder erlaubt. Und es ging heiß her. Sven Demand, Torschützenkönig mit Spitznamen der Kühlschrank, versuchte durch sein Äußeres Respekt zu verschaffen, was bei Blacky Schwarzer und Bulle Roth nicht wirklich gelang. Kaum zu sehen, Jens Keller. Er kam aus der Tiefe des Raumes und war trotzdem ein sicherer Punktelieferant für die Fußballer. Aber nach gut der halben Strecke war es schon wieder vorbei. Ein heftiges Gewitter über dem Alcadessa-Hiesland-Kurs sorgte dafür, dass es erst am Abend weiterging, im Nightclub des Aldiana Costa del Sol. Die Handballer zum Zeitpunkt des Abbruchs deutlich vorn und deshalb mit 7:3 Sieger des Ryder Cups 2022. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man dann die Fußballer geschlagen hat, wobei man sagen muss, das Siegen ist jetzt auch nicht alles, aber es ist trotzdem schön. Und das Schönste kam ja noch, der WK Gofus Team Cup. Ausgetragen bei strahlendem Sonnenschein auf der imposanten Anlage Almenara in Soto Grande. Gespielt wurde ein Texas Scramble, ein Teamspiel, das zur Gofus-Familie passt. In der Gemeinschaft etwas erreichen, mit ganz viel Spaß und ohne den ganz großen Druck. Wir sind alle nett. Das ist ganz egal, mit wem du zu tun hast, mit dem du im Flight bist. Es sind alle super nett, freundlich, respektvoller Umgang. Und dann kommt noch was hinzu, dass alle so schön leicht verrückt sind. Vier gewinnt, hieß das Motto. Und da durften dann Ergebnisse bejubelt werden, die mancher Spieler nur aus dem Fernsehen kennt. Ich fühle mich heute wie Tiger Woods. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine 67er-Runde gespielt. Ein traumhafter Tag mit sensationellen Ergebnissen. Und doch standen diese nicht im Vordergrund. Spielend helfen, gerade jetzt, das haben sich die Gofus auf die Fahne geschrieben. Alles, was wir hier machen, ist für Kinder. Und dass wir hier was Gutes tun, das ist das Schönste an der ganzen Veranstaltung. Die Gofus haben sich 2022 viel vorgenommen, inklusive eines intensiven Engagements im Katastrophengebiet Ahrtal. Zusätzlich zur Eröffnung weiterer Bolz- und Spielplätze, wie hier in Delmenhorst. Zwischen 20 und 25 Spielplätzen und Bolzplätzen, quer durch Deutschland, in allen möglichen Städten, die Bedarf haben, Duisburg, Bremen, Recklinghausen und so weiter. Und das Ahrtal kommt on top. In Spanien wartete noch ein ganz ruhiger Abschlussabend. Eine Silent Party mit drei DJs und Musik nur aus den Kopfhörern. Und die Siegerehrung für das beste Brutto-Team um Manny Bender und das Netto-Gewinner-Team um die Duisburger Fußball-Ikone Ferry Schmidt, der auf dem Golf hoch hinaus will. Also Tiger Woods gefällt mir ziemlich gut. Ein paar Eskapaden hat er gut, die hat jeder mal. Wow. Naja. Ganz wegdiskutieren kann man das nicht. Naja, dann passt das ja. Die Gofus an der Costa del Sol. Ganz viel gute Laune im Dienst der guten Sache und ein wenig Tiger Woods.